Auf YouTube gibt es einen Haufen Videos darüber, ob man am Radiator eine Wasserkühlung, eine Pull- oder Push-Konfiguration verwenden sollte. Aber wie sieht das eigentlich bei Luftkühlern aus? Finden wir es doch gleich raus. Meine Testmethode ist eigentlich total einfach. Ich stelle den Lüfter des CPU-Kühlers auf 100% Drehzahl, damit es da keine Unterschiede zwischen den beiden Testläufen gibt, und messe dann im Hardware-Monitor die Temperatur der CPU im Leerlauf und unter Last. Am Ende vergleichen wir dann die Temperaturen und kommen dann zu einem Fazit. Bei unglaublichen Unterschieden von bis zu 2 Kelvin würde ich doch sagen, es ist auf gut Deutsch gesagt eigentlich scheißegal, wie ihr euren Lüfter montiert. Anstatt euch darüber Sorgen zu machen, könntet ihr auch genauso gut andere Tech-Karten-Videos anschauen, zum Beispiel das hier, wo wir versucht haben, einen CPU-Kühler mit Schnee zu bauen. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Abonniert uns, wenn ihr Lust habt, und dann ciao. Gedrückt, dass es dann auch fest saß. Und habe dann wieder Schnee reingelegt und dann hatten wir Temperaturen von 27 Grad.